Und hiermit sind wir zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Civilization 5. Und ich muss leider mal kurz die Forschungsinfo wieder anstellen. Wir haben Normbauteile anscheinend erforscht. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und dann machen wir nächste Runde. Und hier sind die ganzen Bugs noch, weil ich ja gerade neu gestartet habe. Yay, was? Das ist unsere Freibeuter. Gut. Oh, was passiert hier? Ach. Danke, wer auch immer du warst. Das ist ein sehr großer Dienst erwiesen und ich guck mal auf die Karte, wo es ist. Oh, da ist es. Okay. Die Musketiere werden jetzt den entscheidenden Sieg gegen diese komischen... Oder hierhin erstmal gehen. Komm, Musketier, geh einfach dahin. Schaka, Schoki, also... Oh, fuck. Ah. Ihr wollt wohl hierhin. Ich wollte euch angreifen, wenn das so ist. So. Was ist denn hier los? Ach stimmt, wir haben ja Frieden gemacht mit irgendwem. Hier, Spionage abwehren, klein Profing. Bewegen wir es in Napalis. So, Produktion wählen. Ah, was können wir da machen? Wir können eine Polizei machen. Machen. Börse ist immer gut. Ja, was zur Hölle ist? Was passiert? Egal, wir sind immer noch hier mit dem Panzerschiff, das hier ein bisschen vor Anker liegen wird. Wirtscht. Ja, natürlich wirtscht. So. Unsere 20 Milliarden Bautrupps kommen ja auch mal irgendwo hin. Yay, do. Und es könnte jetzt schon die letzte Session sein zu den Hunden. Könnte wirklich sein. Es wäre möglich, wenn das die letzte Session wäre. Monsumer der Zeitalter Industrieteil, oder? Ich dachte, Industrialisierung. Leck, sind wir auch gerade im Industriezeitalter. Hallo. Ja, wir sind auch. Wir sind schon in der Moderne, anscheinend, wenn wir das jetzt erforscht haben. Weil wir haben jetzt schon alles in den. Okay. Du bist schlecht, aber sowas von schlecht, Montezuma. Wir sind viel weiter als du. So, wir sind viel schöner als du auch. Das noch. Was gibt's denn hier alles zu bauen? Hier gibt's so viel zu bauen. Und es leckt noch. Okay. Was gibt's denn hier? Stallungen, Leuchtturm, Hafen, Kolosseum. Ich sag jetzt nicht alles. Fabrik wäre schon schön, aber nein, die Kohle, die wird uns noch behilflich sein. Irgendwo mit Bank. So. Das muss jetzt hier, das muss hier leider auf angreifen. Okay, das war jetzt nicht schwer. Wie viel Schaden? 3 Schaden! Oh mein Gott! So viel! Viel zu viel! Nächste Runde! Oh yeah! Und ich merke gerade, dass ich ziemlich übersteuere. Deswegen kann ich mich leider vom Mikro und so rückwinkeln. Oh mein Gott! Meine Stimme! Alter Schwede, was ist das für ein Ausschlag? Okay. Ist das mit dem Ausschlag jetzt auch geklärt? Ja, ich habe ganz viel Ausschlag. Was? Nein, natürlich nicht. Wüste. Ebene, Hügel, was? Ja, die Ebene sieht sehr eben aus mit ihren kleinen Hügelchen. Nächste Runde, nein. Erstmal muss man natürlich Tombuktu. Leck, danke. Eine Börse machen, dann haben wir schon ziemlich viel Gold pro Runde, aber das reicht mir nicht. Ihr heilt euch diesmal, Mann. Diesmal geht das schon, klar. Und ich würde mal sagen, besser zu laut als zu leise, weil, ja... Es rauscht ziemlich, wenn man zu leise ist und das hochpegeln muss. Also wenn es ein Mikro ist, das natürlich mega viel ohne Rauschen aufnimmt, dann ist das natürlich perfekt. Dann kann man auch hochpegeln und runterpegeln, wie man lustig ist. Aber bei mir ist das natürlich nicht so. Nein, ich muss natürlich in einer gewissen Lautstärke aufnehmen, um das hier zu schaffen. Die Hände des Stadthartes, bla bla bla. Kann Kultur. Oder auch nicht. Oder doch. Okay. Gut, wir machen jetzt Militarismus. Weil dann können wir Faschismus. Menge der Bereich, wo sie gerade gibt. Oh, das ist natürlich. Ja. Aber die großen Generäle sind mir vollkommen egal. Pro Gerichtsgebäude werden die Hälfte der üblichen Zeit. Die effektiv feindliche ist um dagegen schon eine. Okay. Gegenspionnahme eine 5. Hä, was zur Hölle? Ach so. Oh, wir machen über eine Börse, dann kriegen wir so viel Kohle, dass wir im nächsten Krieg ziemlich viel haben. Der bald anfangen wird. Denke ich mal. Wir kaufen uns jetzt ein paar Einheiten, würde ich sagen. Und zwar, wo wohl? Bei Amsterdam.
So. Ja, genau hier. Wo das Gerichtsgebäude bald fertig ist. Kaufen wir uns erstmal das Gerichtsgebäude, denke ich mal. Dann gehen wir zu Rotterdam mit unseren ganzen nicht vorhandenen Einheiten. Ja, stimmt, wir haben gar keinen. Wir hatten nur noch den übrig, ne? Ja, wir hatten Glück. Oh, welche Gegner sind da? Ja, leck! Mein Gott, bei mir leckt es so. Aha, aha, aha. Ich hatte Elysium. Aha. Und du Stadt Shanghai kann auch. Kann keiner, weil wir ja, ich weiß, das ist ja immer so. Wir sind aber viel zu gut für alle anderen. Produktion wählen, wo denn hier? Eine Börse natürlich. Eine Börse. Hm. Eine Börse. Ah, überall eine Börse. Hallo! Hier kommt eine Bank hin. Oder eine. Na okay, Bibliothek, wenn du es unbedingt willst. Hier kommt erstmal eine Werkstatt. Oder was, gibt es keine Werkstatt? Dann machen wir eine Bank. Dauert zwar ziemlich lange, aber ist egal. Wir müssen jetzt hier was kaufen. Kaufen wir uns. Großen General. Warum sollten wir uns einen größeren General kaufen? Ein großer Prophet, Züge 2. Warum sollte ich mir einen größeren Propheten kaufen? Wir sollten uns ein. Ich dachte mir schon, was da los ist. Ist ziemlich komisch. Artillerie erstmal. Du gehst jetzt auch an die Grenze hier. Wartest hier. Du machst hier dein Krankenhaus, nein, deine Fabrik, nein, 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 deine Bank. Überall gibt es eine Bank. Und irgendwann sind wir so reich. Wie eine Bank. Weil wir so viele Banker. Oh yeah. Und wir sind schon 1850 nach Christus. Das ist ein sehr lange, muss ich sagen, eine sehr lange Zivilisation bisher. Eine ziemlich lange Zivilisation. Und leck, 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 danke, es ist wieder kein Leck mehr da. So, ein Gegner ist in der Nähe. Wo denn? Wo denn? Da. Okay, ist mir egal. Hm, ein Markt natürlich. Einheit benötigt Hilfe. Aha. Flotte reparieren. Warum sollte ich das tun? Du bist doch voll. Was soll das? Pennst jetzt hier. Du Kanone, kommst mal hier hin. Du kannst dich schon mal aufstellen, während du Kanone dich auch mal hier hin bewegst. Na, jetzt ist sie stationiert natürlich. Egal. Muss ja schnell gehen hier. Muss ja schnell gehen. Ohne Schnelligkeit kein Preis oder so ähnlich. Hier, der Bauernhof ist auch hier irgendwie so bauernhofig. Ja, müsste eigentlich so bauernhofig sein. So, Mombasa angegriffen von Japan, natürlich. Oder Nabunga hat Mombasa den Krieg erklärt, natürlich. Kein Gegner ist in der Nähe, natürlich. Ja. Ja. Oh, Naturwunde. Eldorado. Yeah, hat die Zufriedenheit im Reich. Wow, die Zufriedenheit ist bei ganz null. Hallo, ich möchte bei Eldorado ansehen. Ah, Eldorado. So viel Kultur. So, ich glaube, wir sollten mal ein paar Sachen kaufen. Zufriedenheit erhöhen. Weil wir. Ein bisschen viel, ne? Wir müssen leider eine Börse hier bauen. Arsenal. Ja, ein Arsenal, ne? Wir müssen hier überall was kaufen, was alle froh macht. So, dann gucken wir mal. Produktion wählen. So, kannst du hier irgendwas kaufen, was sie... Nein, natürlich nicht. Kannst du... Ruckelack, fress! Kannst du was kaufen? Was irgendwie... Ja, Zufriedenheit. Ja, Zufriedenheit irgendwo. Nein. Nein. Wenigstens haben wir 3 Zufriedenheit jetzt. Wir müssen nämlich mindestens ein bisschen Zufriedenheit haben. Ja, das ist sehr klar definiert. Aha. Ah, da, Theater. Ah, nichts weiter. Was zufrieden mitbringen könnte. Du hattest eh nichts. Du könntest auch ein Theater, oder? Gibt es hier schon. Das Kolosseum macht natürlich Zufriedenheit. Oh, da haben wir jetzt schon ein bisschen Zufriedenheit. Auch wenn wir dadurch
ziemlich viel Geld verkacken. Mal das Theater. So, das heißt, es reicht erstmal mit unseren 11. Jetzt müssen wir hier natürlich eine Bank bauen. Genauso wie in allen anderen Sachen, weil ja, die haben ja unsere ganze Scheiße zerschissen. Halt mal. Genau. Hast dran gedacht? Was zur Hölle? Nein! Was macht der? Ich möchte mein Gerichtsgebäude. So, Kauf. Noch ein Schütze oder ein Lancier oder ein Kavallerie. Stärke 34, Stärke 4. Hier, ne? Hier sind die Weltkriegsinfanterie. Ja, genau. Zwei Runden gibt es die besten Einheiten überhaupt. Was zur Hölle ist mit dir passiert? Haben sich etwa die Grenzen ausgebreitet? Ja, noch nicht, ne? Noch nicht. Aha. Eins, zwei, drei. Müsste aber trotzdem treffen. Müsste trotzdem treffen. So, ja, ich zähle mit meinem Zeiger auf dem Feld. Elysium greift jetzt den Musketier an. So. Mhm. Kultur, aber nur. Nein, nein, nein. Oh ja, erkundet mal weiter. Natürlich. So. Kaufen wir hiermit auch noch einen Schützen. Produktion wählen. Machen wir hier ein, warum macht das hier nicht Zufriedenheit des Opernhaus? Ja, ja, ist mir schon klar, aber so ein Opernhaus macht nicht zufrieden. Es macht eher das Gegenteil. Aber das wollen wir doch hier vielleicht in dem Spiel. Können sie es doch andersrum machen, oder? Könnten sie das nicht? Nein? Aha. Aber hier, die Füchse sind natürlich sehr schön. Hier, die Pelze, das Jagdlager. Alles perfekt aufeinander abgestimmt. Genau. Und dieser Leuchtturm ist auch total superb. Superb. Und es sieht total nach Hundenreich aus, hier die ganzen Gebäude da so kleine Hütten. Ah, das ist aber so eine Industriestadt wie alle anderen auch. So, Shanghan kann keinen Gegner angreifen. Oh, die belesensten Völker, Technologie in Zweifel. Dareios. Das ist, Dareios ist, okay, mal gucken. Was hat Dareios denn? Dareios ist Persien, das heißt, wir machen jetzt so einen Spion. Ah, du bist in Persien, scheiße. Scheiße. Was für ein Scheiß. So. Jetzt haben wir wieder ganz schön viel. Windmühle natürlich. Haben wir genug für eine Weltkriegsinfanterie? Wo bist du? Nein, haben wir nicht. Na toll. Wir müssen wohl eine Gatling-Kanone nehmen. So. Mhm. Elysium. Auch 33 oder 34, komm. Mist. Dadurch haben wir jetzt leider. Quest, wir wollen, dass ihr die Zivilisation denunziert. What the fuck? Nein, erstmal nicht. Weil das wäre ein bisschen selbstriskantistisch. National Nachrichtendienst, ein Zuschauerspieler und die Schufe aller eurer die effektive Feindlicher und wirklich ein Fall auf 2 Wochen. Allen Städten natürlich. Eiffelturm, Funkturm. Plastik macht die Infanterie. Die stärkste Infanterie hat bis zum Mechanisiert. Natürlich! Erstmal hinschreiben die stärkste und dann natürlich sagen bis dazu. Ja, ja. Ich kenne das, ganz klar. So. Vielleicht haben wir keine Kohle mehr. Wir haben keine Kohle mehr, aber wir kriegen ziemlich viel. Und ganz schön viel Fläche hier. Ach, man hat das gebaut. Nein, hier auch. Mist, da jetzt auch. Und auch. Ach, jetzt hat das wieder aufgebaut. Belgrad sucht ein neues Naturwund. Aluminium für Tyrus angebunden. Sehr schön. Das heißt, wir haben wieder verbindet oder was? So, jetzt könnten sie natürlich besiegt werden oder auch nicht. Aber sieht aus. Bereitschaft. Bereitschaft. Keine Bereitschaft. Aha. Yay. Porzellan haben sie. Macht uns noch glücklicher. Ein Tempel, ein Garten, ein Opernhaus, eine Fabrik, eine Börse.
Und keiner geht raus, ey, was? So, wir haben noch 18, nee, 3. Warum ist unser Kulturplatz so schlecht? Aus über 11, aus überschüssiger Zufriedenheit, ja. Wer sollte nicht so sehr expandieren? Natürlich. Wir haben schon allein durch 10 Städte haben wir 100% mehr, aber okay. Wow. Ich habe jetzt gerade mir selbst mein Kopfhörer rausgepackt. Ihr hört mich wahrscheinlich von der Seite. Ach. So, jetzt höre ich wieder meinen Ton. So. So, alles noch okay. Schöne Bereitschaft natürlich. Ach so, wir haben kein Gold. Hatten wir die ganze Zeit ein goldenes Zeitalter? Warum ist es plötzlich so schlecht alles? Hm. Haben wir noch irgendwo einen Dollen? Einen sehr dollen. Dollen? Dollen? Nein, haben wir nicht. Wir haben keinen Dollen. Scheiße, ne? Ganz schön scheiße. Leggy Leg ist auch dabei. Na, ist aber natürlich, wenn wir die ganze Zeit so nah sind, dann ist eine Leggy Leg. Ja, genau, nicht dabei. Nein!